Das Tolle ist, dass unsere Musiker heute sogar ein Stück, das ist wirklich jetzt zufällig so, dabei haben. Das heißt, mein bester Freund. Mhm. Wir haben bei der Probe schon gehört, um welchen Typen es da geht beim besten Freund. Lassen Sie sich mal überraschen. Vielleicht ein Freund, den man noch ein bisschen pflegen muss. Ja, Mon Mari et moi mit mein bester Freund. Mein bester Freund ist mein Schweinehund. Das war nicht immer so, aber jetzt ist das mein kleiner König. Den leg ich niemals an die Leine. Der läuft immer frei rum, der tritt mir nie ans Bein und ist immer so fröhlich. Der bewacht und beschützt mich. Das nicht ohne Grund, ja, mein Schweinehund ist ganz schön schlau. Mein bester Freund, der versteht was von Genuss und ist so lässig leicht und überhaupt. Der ist ja so niedlich und meckert nie. Komm noch ein Leckerli für meinen Schweinehund. Das hat er sich verdient. Mein bester Freund ist der innere Schweinehund. Mon Mari et moi. Danke dafür. Und der innere Schweinehund, der muss wahrscheinlich bei so freischaffenden Künstlern wie euch doch oft überwunden werden, oder? Es gibt ja jetzt wahrscheinlich keine starren Arbeitszeiten, keine festen Module, die ihr irgendwie abarbeiten müsst. Eigentlich ist es so, dass wir in einem großen Luxus leben und nicht so oft unseren Schweinehund überwinden müssen, weil wir ja Sachen machen, die wir uns so ausgesucht haben. Und das ist ja echt ein Glück und ein Geschenk, dass wir das machen können. Mhm. Klar, man muss auch als Musiker mal seine Steuererklärung schreiben oder sowas, ne? Aber ja. Man muss neue Stücke schreiben, das schreibe so. Das denke ich damit, ja? Die müssen ja auch entstehen. Da hat man ja ein Bedürfnis danach. Es geht eher darum, dass man vielleicht aufpassen muss, wenn man zu oft seinen Schweinehund überwinden muss, stimmt da, glaube ich, irgendwas nicht. Also, wenn das nicht mehr in einem guten Verhältnis steht. Wie siehst du das, Matthias? Ja, also ich empfinde das auch nicht so, dass man den Schweinehund überwinden muss, wenn man Musik macht. Also das wollte ich immer machen und das mache ich. Also es ist ein großes Glück auch. Ja. Also. Ihr spielt in ganz Deutschland. Ich habe mir euren Tourkalender angeschaut. Was sind das für Events? Wer kommt zu euch? Das ist ja so ein Geschichtenabend, den ihr. Also so stelle ich mir das vor. Ja, oder? Das stimmt. Also das sind so meistens kleinere Konzerte, was heißt klein, also zwischen 30 und 120 Leute, so da bewegt sich das in dem Rahmen. Aber es ist so ein Abend, man soll sich auch so ein bisschen kennenlernen, also man soll nicht einfach zu einem Konzert gehen und da kommt ein Lied nach dem anderen. Mhm. Dafür ist die Musik vielleicht nicht passend, die wir machen, sondern zu jedem Lied gehört eine Geschichte, es wird sich unterhalten und irgendwie soll man ein bisschen wunderlichen, seltsamen Abend haben. So. Das glaube ich direkt, dass das funktioniert. Wir werden nachher noch mehr von euch hören und werden auch noch ein bisschen schnacken. Wir sollten jetzt mal backen. Ups, das reimt sich. Lass uns mal in die Küche gehen.